Moment, 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 Moment. Also, so. Soll der auch nicht hin. So. 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 Genau, so soll das sein. Dann kommt hier noch zweimal das hin. Dann mache ich mir hier noch ganz kurz. Moment. Dann mache ich mir hier noch ganz kurz. Die hier. Ein paar Falltüren. Die ich dann hier herum platziere. Und dann kann man hier auch noch ein paar hübsche Blumen platzieren, sobald ich welche habe. Momentan habe ich gerade keine dabei. So. Jetzt will ich jetzt beim passenden Abstand Fackeln. Klack, da noch eine hin und da noch eine hin und da noch eine hin. Da noch, genau, das ist auch richtig. Und da und da und da. Tada! Jo, huh. Muss mal gucken, wenn ich das so mache. Ich muss da noch mal hoch. Wenn ich diese Mauer so platziere, dann muss einerseits hier oben dieses ganze Zeug weg. Man könnte ja eine Dreifachunterteilung machen, das heißt, da ist die erste Mauer, die passt so. Dann wird hier aufgeschüttet mit Erde, aber dann ist das hier auch scheiße. Dann müsste hier theoretisch auch noch Mauer hin. Warte, wie sieht das hier aus? Bis an den Zaun geht das ran, okay. Dann müsste hier auch noch Mauer hin. Aber das passt ja dann. Sieht halt so aus, als wenn das genau an die Mauer angebaut ist. Das ist ja auch okay. Und dann wird hier einmal alles ausgefüllt komplett. Theoretisch gesehen müsste ich das alles komplett noch eins hochheben, aber das würde dann viel zu viel Arbeit sein und würde, glaube ich, in der Entwicklung gar nicht mehr so aussehen, wie ich es wollte und naja. So. Halten wir hier schön erstmal alles aus. Und auch hier. Den ganzen Rest hat man. Ich glaube, haben wir die alle gebraucht für irgendwas? Ich glaube nicht, gell? Sondern ist jetzt hier an sich soweit fertig. Ich bräuchte theoretisch trotzdem eine Absicherung, dass mir von hier oben da nichts darunter springt. Abgesehen von Fackeln, die ich machen könnte. Und wenn ich jetzt hier auch noch einen Zaun drüber ziehe. Wie sieht das aus? Ja, eigentlich passt das. Sieht cool aus. Hat was Wildes, was Neues.
das hat was Spinniges. Lass mich in Ruhe. So. Zwei Spinnen eliminiert und der Zombie auch noch. Komm hier. So, dann tue ich mir ganz kurz ein paar Brote reinpfeffern. Und verteile mal noch ein paar Fackeln hier. Ist nämlich eindeutig zu dunkel. Ja, aber dass wir das jetzt alles erschließen, hier sollte das schon etwas heller sein. So, hier, da. Frag mich, warum ich hier noch nicht ausgeleuchtet habe. Interessante Frage. Die ich mir so jetzt gar nicht beantworten kann. Stirb doch bitte einfach. So. Okay. Den Zaun wollten wir noch zu Ende verlegen. Nachdem ich wagemutig über meine Fackeln verteilt habe. Aua. Aua. Dann halt so. Dann muss ich mir das Ganze nochmal von unten anschauen, aber zuerst glaube ich, werde ich erst einmal mich zur Ruhe legen. Ach ja. Sie können nicht schlafen, solange Monster in der Nähe sind. Wow, Spinne. Boom, tot. Einmal übers Dach gefedert und dann legen wir uns schlafen. Oh mein Gott, jetzt sind wir wieder. Da brennt auch schon der erste Zombie freudestrahlend. Immer noch keine Blumen dabei. Ich überlege gerade, was ich hier hin mache. Ich glaube, ich mache hier ein Teilchen, so ein Tümpel. So einen kleinen. Also was haben wir hier gar nicht? Noch nicht. Wir haben echt noch kein, wir haben ja eigentlich mal bei uns in der Nähe gar kein Wasser. Da hinten fängt das Wasser dann an, das sind so kleine Seen, Teiche. Das haben wir ja auch schon ein bisschen benutzt, aber hier in der Gegend haben wir echt keine Teiche oder sowas. Wir haben jetzt hier ein bisschen Wasser da drinnen. Das war's dann aber auch schon. So, okay. Habe ich beide bekommen, glaube ich. Genau. Und auch den bekomme ich. Klack. Ja. So, dann tue ich meine letzten drei Fackeln, die ich noch habe, darauf verwenden, hier ein bisschen Licht zu machen, denn ich sehe, hier spawnt gern mal ein Creeper. Und dann kann ich gleich mal, wenn ich einmal dabei bin. Hier den Hauptpfad schon mal auskleiden. Ich werde die Wege dazwischen, wir haben auch noch mit Kies auslegen. Aber das kommt dann später, die hebe ich das dann aus, wenn ich es wirklich brauche. Sonst habe ich hier wieder so viele tausend Stellen. Wenn ich nachher die Schafe hier umsortieren will, dann kann ich mir das sowieso nicht erlauben. Wird schwer genug sein, die hier reinzubringen. So. Haben wir noch was? Nö. Gut. Ich glaube nicht, dass die Schaufel noch einen Teich mitmacht, aber ich hole alles raus, was rauszuholen ist.
Ja, das war's dann mit der Schaufel. Haben wir noch Eisen dabei für eine Schaufel? Oh, siehst du mal, für eine Schaufel reicht's doch. Tada, tada. Und wir haben sogar noch Stöcker dabei. Da, 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 da. Da, 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 da. Ta, 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 ta. So. Dann geht mir das gleich bis hierher. Gerade so schlecht, wenn man hier drinnen steht, dann... Ja, 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 Moment. So. Das sieht doch nach einem Teich aus. Sieht so aus, als wenn der Weg angepasst wäre an den Teich und nicht der Teich an den Weg. Und so soll es ja auch sein. Jetzt brauche ich aber einen Eimer. Und die Eimer sind hier drüben. Ich hatte doch hier eine Kiste. Habe ich da eigentlich noch was drin? Hatte ich eine Kiste? Ich glaube, ich habe wieder eine Kiste. Warum habe ich keine Kiste mehr? Na Huhn. Na Ei. Beweg dich schneller. Die Kiste mit den Eimern. Laub war hier. Ich glaube, die Eimer waren oben. Ah, Eimer. Gefüllt und ungefüllt. Komm mit Lava. Siehst du mal. Halt sie mal vor, einen Lavateich zu basteln. Haben wir genug Lava dabei. Du könntest aber auch sein lassen. So. Hier fehlen auch noch die beiden Dinger, weil der Enderman uns da was rausgeruppt hat. Oh, okay, das war einer zu viel. So. Hallo Teich. Ich bin zurück mit Eimern. So, eins und... Bei... lass mich raus. So. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und geht's jetzt nochmal weiter. So immer in die Ecken rein. Na komm. So. Dann hat sich das hier ganz schnell erledigt. Oh, ein bisschen Wasser. Dankeschön. Ah, siehst du, hat sich fast alles erledigt. Jetzt hier hinten noch die Ausbuchtung. So. Tada! Frage ich, sieht das gut aus, wenn man das mal ein Feld tief macht oder soll ich das an einigen Stellen? Obwohl, es passt eigentlich, gell? Stelle ich da einfach mal mit drin random noch so ein Ding rein. Da können wir dann ein bisschen... Moment. So. Da können dann Zuckerrohr und sowas platziert werden drauf. Dann können wir hier noch ein bisschen Seegras reintun und sowas. Knochen habe ich auch gerade dabei, siehst du mal. Können wir auch noch ein bisschen Knochenmehl benutzen. Meine Lieblingsaufgabe. Knochenmehl benutzen.